Ja, aber ich meine, dann müssen Sie den Pack, was wir auch gemacht haben, was soll ich sagen? Alle mal winterlich. Gehen durch die Schweiz. Saisonstart des Europaparks 2024
Welcome everyone to our official start of the season, Europa Park 2024! Alright! Ich sehe schon, die Stimmung ist gut. Wir müssen aber noch eine kurze Pause machen, denn der Herr Roland Mack muss jetzt noch kurz eine Ansprache halten für die Mitarbeitenden hier im Park. Ich glaube, es ist uns verziehen, dass wir noch kurz einen kleinen Break machen. Aber dranbleiben, denn gleich geht's weiter mit tollen Interviews, Gewinnspielen und natürlich auch der Familie Mack. Also bis gleich! Wir fragen nochmal, Ed, oder? So, ihr Lieben, seid ihr noch da? Yeah! Alright, mega! Ja, man sieht's heute mal wieder. Der Europapark bringt Menschen zusammen, von überall her. Und damit seid nicht nur ihr gemeint, unsere lieben Gäste, sondern natürlich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier im Europapark. Und die freuen sich mindestens genauso sehr wie ihr, dass es endlich wieder losgeht. Deswegen freue ich mich jetzt, dass ich ein paar der Mitarbeitenden jetzt hier gleich zu mir auf die Bühne bitten darf. Aber ich glaube, die brauchen noch einen Startapplaus. Also einmal einen Riesenapplaus, bitte! So, da haben wir einen. Wir machen mal ein bisschen Platz. Oh ja, das passt. Stefan, would you like to start? Mesdames et messieurs, bienvenue! Vous allez bien? Attention! Alors, je m'appelle, bien entendu, je m'appelle comment? Voilà, Stéphane. J'espère que cette année, vous allez passer un bon moment avec nous pour le 2024. J'espère que vous allez me voir à l'arène. Bah, je vous souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Good morning, everybody. My name is TJ. I come from Ireland. It's my second year here in the park. Woo! Ireland! Hey! Welcome to Europa Park 2024. Cape Mealfoil to Europa Park. Have a wonderful season. Have a great day. Ich bin Larissa, ich arbeite schon seit letztes Jahr hier im F&B-Bereich und ich bin aus den Niederlanden, also von heute welkom allemaal. Viel plezier vandaag en geniet ervan allemaal. Goedemorgen allemaal, ik ben Glenn van de social media afdeling, ik kom uit België en ik zeg hartelijk welkom, anders zijn het maar Belgen, super, hartelijk welkom in Europa Park. Social Media Team und ich bin in der Schweiz aufgewachsen, deswegen. Ich wünsche euch einen wundervollen Saisonstart heute hier im Europapark und durch eine ganz tolle Saison auch. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß! Guten Morgen, ich bin Stephanie Wittmann, ich arbeite in Housekeeping Kronosar. Ich komme aus der Faroe-Inseln, so herzlich willkommen hier schon auch in der Ar. Wollen die Helden an Gauen Ar willkommen, ob wir ja, in Schittigen aufgehauen.
Hallo zusammen, ich bin der Julian, ich komme aus Brasilien, ich bin einer von der Akrobatischen hier in Europa Park. Portugiese! Então, bom dia pessoal, aqueles que falam português, sejam todos bem-vindos, é um prazer pra gente ter todos vocês aqui e nós esperamos que vocês passem bons momentos aqui. Valeu! Guten Morgen zusammen, ich bin Aleksandra Kovinić, ich arbeite in Belrock. Dobro jutro svima, ja sam Aleksandra Kovinić, dolazim iz Kroacije i želim vam dobrodošlicu u novu sezonu 2024. Dobro se zabavite! Ćao! Guten Morgen! Guten Morgen! Ich heiße Hector und ich bin in Ice Show. Today I'm Nikola Tesla and this is Ana Bolivia from Spain. Bienvenidos a todos a Europa Park 2024. You can come to the Ice Show, which I will be presenting Voltron. Hallo liebe Fans, liebe treue Fans des Europa Park. Soyez le bienvenu ici à l'Europa Park. Il y a les Français ici. Il y a les Italiens. Und die Schweizer haben wir vorher schon gehört. Die Alpenbläser aus dem schönen Schweizerland. Wir freuen uns, dass Sie die Anreise zum heutigen Eröffnungstag des Europaparks auf sich genommen haben und schon so früh hier vor den Toren des Europaparks stehen. Es ist Tradition geworden, dass wir in jedem Jahr Sie persönlich hier am Haupteingang begrüßen, um Ihnen Dank zu sagen, um Sie auf die neue Saison einzustimmen. Wenn in Ruß gefeiert wird, wenn ein Fest ist, dann scheint die Sonne. Ein Applaus an die Sonne. A very welcome to the English-speaking guests. We do have some under us. Are there English-speaking guests? Two. Three. No, there are many. Welcome also to you. Long way from England to here, but the TGV, I think you can do it in 6 or 7 hours over Paris towards Ringsheim to our station close to Europa Park. Wir haben gerade gehört, die Integration im Europapark funktioniert. Internationale Mitarbeiter aus 100 Ländern haben Sie heute Morgen begrüßt und der Brasilianer hat schon vergessen, seine Landessprache zu sprechen. Er spricht besser Deutsch als Brasilianisch. Sie haben das gehört. Wir haben in diesem Winter sehr viel gearbeitet. Wir haben in dem Winter sehr viel für die Qualität, für das innovative Programm des Europaparks zur 50. Saison für Sie geleistet. Wir sind sehr früh am Start, Mitte März, aber wir sind zuversichtlich, dass auch die lange Saison Ihnen viel Freude macht und dass Sie es kaum erwarten können, den Europapark zu besuchen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Treue in den allen vielen Jahren. Es sind nunmehr fast 50 Jahre und wir starten heute zur 50. Saison. Kurz vor dem 50. Geburtstag im nächsten Jahr. Wie gesagt, wir haben sehr viel renoviert, gestrichen, gepflanzt. Die Gärtner waren fleißig. Sie werden sehen, rund 150.000 Blumen sind ausgepflanzt und die Großattraktionen werden in Kürze eröffnet. Voltron, alle sind schon gespannt, wir sind es gefahren, wir sind schon kräftig am Testen. Ich kann euch eins versprechen, es ist eine der schönsten Achterbahnen in der Welt. Wir haben nicht zu viel versprochen. Wir wissen es nunmehr, nachdem wir selbst die Bahn mehrfach getestet und begeistert waren, was wir an Kurven, an Überschlägen, an Beschleunigungen auf dieser großartig gebogenen Bahn erleben. Auch Österreich ist recht weit vorwärts gekommen. Wir werden in den nächsten Wochen auch dort zwei neue Großattraktionen eröffnen. Den Blauen Enzian, den Sie ja seit vielen Jahren kennen, ein komplett neues Fahrgeschäft
Die Wildwasserbahn, die alte, treue Wildwasserbahn, aber sie fährt nunmehr durch Schluchten, durch österreichische Alpenlandschaft. Und es ist ein ganz neuer Eindruck für sie entstanden, dort im österreichischen Dorf. Und für die Kinder und Kletterer und die Bergsteiger unter den Schweizern und Österreich gibt es da reichlich viele, haben wir den Trail, den Erlebnistrail und natürlich auch die Zauberwelt der Diamanten ist zurückgekommen. Also es ist alles wieder so, wie Sie es sich vorstellen. Neue Shows, neue Angebote im Laufe der Saison und ein großartiges Programm für das nächste Jahr ist auch schon in Planung. Also bleiben Sie uns treu. Herzlichen Dank, dass Sie uns immer wieder besuchen. 80% sind Wiederholer bei uns im Europapark. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute jetzt am ersten Öffnungstag einen schönen, angenehmen Tag. Genießen Sie die Stunden mit Ihrer Familie. Genießen Sie das Wegkommen vom Alltag. Denken Sie mal nur an schöne Dinge heute und nicht an die traurige, graue Zeit um uns herum. Ich glaube, der Europapark ist ein Spaßmacher. Der Europapark bringt Familien zusammen. Der Europapark führt internationale Menschen friedlich zusammen. Es ist ein Friedensprojekt, dieser Europapark. Und dafür danke ich Ihnen, da haben Sie mit dran gearbeitet. Ich weiß, was Sie alles dazu beigetragen haben. Ich darf nun das Mikrofon überreichen an den Bürgermeister der Gemeinde Rust. Auch er ist seit Jahren treuer Gast bei dieser Eröffnung. Er zeigt die enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde. Im Übrigen die besucherfreundlichste Gemeinde in Deutschland, mehrfach ausgezeichnet. Auch dort hat man den Geist des Europaparks aufgenommen und wir ziehen gemeinsam in eine Richtung mit tollen neuen Projekten. Herr Bürgermeister. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde des Europaparks. Herzlich willkommen heute hier in Rust. Sie sind total wild drauf, jetzt loszulegen. Ich schaue in unglaublich begeisterte Gesichter und ich kann Ihnen nur eins sagen, es ist ein fantastischer Blick hier heute an diesem wunderschönen Tag, an dem wir wieder loslegen. Wir haben tatsächlich eine Off-Season hinter uns, die unglaublich viel neue Innovationen gebracht hat. Wir haben wirklich hart gearbeitet, um für Sie ein tolles Erlebnis hier zu machen. Die Bauarbeiter, alle, die hier unterwegs waren, haben alles gegeben. Und deswegen einen großen Applaus für all die Menschen, die das heute vorbereitet haben. Vielen Dank, Herr Bürgermeister. Er könnte ja bei uns in der Marketingabteilung arbeiten. Da ist es übrigens viel lustiger als am Bürgermeisteramt, Herr Dr. Klare. Ja, jetzt geht's rund. Wir haben tolle Preise für Sie vorbereitet. 200 Gäste heute Morgen werden tolle Preise bekommen. Ein kleiner Auszug, Voltron für zwei Personen, ohne zu warten in der ersten Reihe. Eine Fahrt auf einigen Attraktionen zusammen mit Mitgliedern der Familie, Eintrittskarten für IWS und Rulantica, Westernabende, Brunchangebote und eine Suite, die im Rulantica entstanden ist, wo Sie mit Ihrer Familie einen ganzen Tag verbringen können, fein essen können, direkten Zugang zu den Attraktionen haben, also ganz, ganz attraktive Preise und Eintrittskarten. So, und nun starten wir, den Ball fangen und dann, das ist jetzt Rulantica. Hoi! Ja, wir brauchen noch ein paar Neues. Da ist er krank heute Abend in dem Spiel gegen Frankreich. Hopp, jetzt kommt die nächste Generation. Fehlanzeige. Hopp. Hey.
besonderen Balls wurde gerade schon angekündigt. Und zwar haben wir bald eine neue Attraktion. Wer freut sich eigentlich schon auf Voltron? Ja, und es wurde ja gerade schon gesagt, zweimal Voltron fahren für zwei Personen, ohne anstehen, und diesen Ball werden wir jetzt werfen. Kann man natürlich noch nicht jetzt einlösen, ne? Müssen wir noch kurz ein bisschen warten. Aber, are we ready? Ja. Dann kommt hier jetzt der Ball. 3, 2, 1, los! Okay. 3, 2, 1. So, und jetzt haben wir etwas ganz Besonderes. Die Voltronfahrt noch nicht für heute, aber das hier ist zum heute einlösen. Eine Eurosat-Fahrt mit Thomas Mack. So, wir zählen runter, oder? 3, 2, 1. So, und noch. Viele von euch kennen natürlich schon die Spielregeln, aber diese Bälle müsst ihr einlösen hier bei unserer Info am Haupteingang. Nur da könnt ihr die Gewinne einlösen, okay? Sehr gut. Nichts gefangen habt, nicht verzagen, im Park sind auch noch ganz viele Gewinne versteckt. Ja, also wenn ihr heute durch den Park schlendert, findet ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch einen Gewinn. Und was man heute auch noch einlösen kann, eine Blue Fire Fahrt mit Ann-Kathrin Mack, ja, das hat auch jemand gewonnen jetzt gerade schon. Und natürlich noch eine Fahrt mit meiner Lieblingsbahn, Arthur, und zwar mit Frederik Mack. Und jetzt, Herr Mack, kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile. Und zwar werden jetzt noch die Fahnen gehisst, richtig? Ja, ich glaube, Europa ist nie so wichtig wie im Augenblick. Und wir möchten nun die Saison eröffnen, indem wir offiziell die Flaggen von Europa und der Europapark-Fahne ziehen. Ich zähle runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Thank you.
Linie. Achtung!